Hallo meine Freunde, ja, wir kommen zum Video. Ja, die Gewinner werden gezogen jetzt. Da lassen wir uns überraschen. Ja. Und jetzt können wir die Gewinner ziehen. Und zwar passiert das praktisch heute am ersten Weihnachtstag. Darum, ich wünsche euch alle nochmal frohe Weihnachten. Und lasst euch noch die paar Tage jetzt richtig schön genießen und beschenken. Ja, genießt einfach die Zeit. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Ich habe schon mal soweit alles vorbereitet hier unten. Ihr seht, hier ist das Video, ja, Verlosung, ho, ho, ho. Wir haben, glaube ich, um die 367 Kommentare. Ich habe versucht, alles nochmal durchzuschauen, ob was doppelt ist. Es sind Kommentare dabei. Da steht nicht, ich bin dabei. Und wenn nicht steht, ich bin dabei, dann will derjenige ja wahrscheinlich nicht dabei sein. Er wollte nur einen Kommentar da lassen. Habe ich auch schon bei einer letzteren Verlosung mal gehabt. Darum, wenn das der Fall sein sollte heute, dann ziehe ich einfach dann einen neuen. Also, ich habe es oft genug gesagt, ihr sollt dabei schreiben, entweder vor dem Kommentar oder hinterm Kommentar. Ich bin dabei. Ja, also, ich will die Kommentare auch nicht löschen. Da liegt mir nichts dran. Einen habe ich eben noch gelöscht, weil der einfach zu spät gekommen ist. Ja, tut mir leid. Ja, das Video hatte ich jetzt schon praktisch angefangen und ja, da kann man jetzt auch leider dann keine Rücksicht drauf nehmen, sorry, ja, also für denjenigen, der da nochmal geschrieben hatte. Also, wir kommen jetzt zur Verlosung. Ich habe alle Seiten soweit geöffnet mit den Gewinnen, das heißt, ich habe hier so einen Random Compicker, ja, den ich hier eigentlich gerne vernehme. Ich mache den jetzt nochmal neu auf, ja, weil damit ich auch von Anfang an anfange. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich den nochmal habe. Wo haben wir ihn jetzt? Ganz nach unten und ziemlich nach oben war das. Ne? Oh, wo ist er? Ja, jetzt kann ich wieder suchen. Ne? Da ist er da. Also, das ist so ein Programm. Da gebe ich jetzt praktisch gleich den Videolink ein und dann kann ich hier die einzelnen Gewinner ziehen. Ja. Also, so. Und damit das Ganze hier vernünftig abläuft, hier ist das Video. Hier oben ist der Link. Kopieren. Hier fügen wir den jetzt ein. Einfügen. Das heißt, ich lade jetzt die Kommentare. Wir haben 334 Kommentare. Ja. Obwohl hier laut Video sind 367 Kommentare. Warum hat der jetzt hier 367. Achso, meine Kommentare zählt da dazu. Das heißt, das sind meine Kommentare, die ich dann geantwortet habe. Ja, ja, also gut. Das heißt, es sind rein von euch jetzt Kommentare 334. Gut. Ja, also. Das heißt, ich klicke gleich hier drauf und dann sehen wir schon den ersten Gewinner. Ja, und ich will jetzt auch nicht zu viel quatschen. Ihr seid nervös, ich bin auch nervös, ja. Und damit das alles hier sauber abläuft, ihr könnt immer hier unten rechts auf die Uhr gucken. Also ich nehme das extra nicht mit der Kamera auf, weil meine Kamera nur eine halbe Stunde und dann geht die ja immer auf aus. Das heißt also, dann bricht das Video ab. Leider bei der Kamera ist das so, bei den heutigen neueren Kameras ist es, glaube ich, dass man also filmen kann, so lange wie man will. Ja, bei meiner ist das eigentlich immer eine halbe Stunde, 29 Minuten und ein paar gequetschte. Dann schaltet die aus, dann muss ich sie wieder neu einschalten. Ja, warum das so ist, kann man aber auch nicht abschalten. Gut, darum nehme ich es hier auf mit dem Programm direkt am Monitor. Ist auch, glaube ich, besser, da seht ihr das. Ja, ich habe mein Mikrofon versucht, so gut wie möglich einzustellen. Ich hoffe, dass meine Stimme relativ gut rüberkommt, ja. Und ja, also anfangen werden wir mit den von One More, die Comfo Buds Mini True Wireless Noise Headphones, ja, in Rot. Sehr schönes Teil, die habe ich vorgestellt, ja, also die sind neu verpackt, die stehen hier. Also da ziehen wir jetzt den Gewinner und wichtig ist immer die Gewinner, bitte meldet euch bei mir bis die erste Woche Januar gebe ich euch noch Zeit, ja, aber danach gehen die Teile zum guten Zweck weiter. Also, wenn ihr euch bis die erste Woche im Januar nicht gemeldet habt, das heißt, das wäre dann, ich guck mal, ich sag mal ein genaues Datum, das heißt, bis zum 8. gebe ich euch Zeit, euch zu melden. Ich glaube, das ist noch lang genug, ja, wer jetzt vielleicht noch ein Skiurlaub ist und so weiter. Also, bis zum 8.1., ja, wer sich da nicht gemeldet hat,
dann gehen die Teile weiter zu einem guten Zweck. Und ja, wie gesagt, ihr seht selber der Preis, ja. Aber die sind verdammt nochmal sehr gut. Ich habe sogar noch ein paar neuere hier stehen. Da kommt demnächst nochmal ein Video. Ja, das heißt, da stelle ich die auch nochmal vor. Also in dem nächsten Jahr werdet ihr öfters von One More wahrscheinlich von mir was hören. Also eine tolle Firma, gerade was in dem Bereich betrifft. Guckt mal auf die Seite hier, also da könnt ihr rumstöbern. Ja. Und ja, das ist also der erste Gewinn. Und da gucken wir mal, wen es jetzt trifft. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mich per E-Mail, ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, die E-Mail steht immer unter jedem Video, auch hier unter dem Video in der Videobeschreibung, steht meine E-Mail-Adresse. Ja, auch Facebook und so weiter, ihr könnt mich über Messenger und so weiter, also erreichen kann man mich immer wieder. Hier über YouTube geht's auch, aber wenn ihr das in den Kommentaren macht, ihr müsst dran denken, das kann jeder sehen. Ja, also wenn ihr da irgendwie Adresse oder so reinschreibt, ne, da müsst ihr dann selber wissen. Ne, also am besten, ja, und vor allen Dingen, wenn ihr es vom Be Quiet nachher gewinnt, da müsst ihr auch, wichtig, gebe ich eure Adresse ja weiter zu Be Quiet. Die muss ich zu Be Quiet geben. Die schicken euch dann direkt die Gewinne raus. Das sind ja drei Teile, also ganz wichtig. Ganz tolle Sache von Be Quiet. Und auch von den anderen Firmen. Ja, die hatten mir das ja auch angeboten, das wisst ihr ja. Aber ich hatte gesagt, ich wollte sie hier haben. Be Quiet hat es nur nicht geschafft, weil der Kollege krank war. Sonst hätte ich die Teile auch hier gehabt. Ne? Aber gut. Ja, wie gesagt, die werden dann direkt von Be Quiet versendet. So, also wir ziehen den ersten Gewinner für die One More in Rot. Das ist der Gecko Mino. Ich bin dabei. Echt cool, was du machst. Bleib so, wie du bist. Viel Glück euch allen. Ja, diesmal hast du selber Glück gehabt. Der Gecko Mino. Ja, bitte melde dich bei mir, ja. Liegen hier bereit zum Versenden. Wie gesagt, schicke ich dir gerne zu. Ne? Dann hast du sie noch vielleicht vor dem neuen Jahr. Ne? Dann kannst du damit noch schön hantieren. Tolle Sache. Also, erster Gewinner steht fest. Gecko Mino bekommt die One More Combo Buds. So, dann geht's weiter. Das zweite wäre das Enermax Marble Brawn RGB Netzteil mit 850 Watt. Das ist jetzt hier in weiß. Die haben leider kein Foto vom Schwarzen drin. Ihr bekommt das aber in schwarz, das Netzteil. Ja, aber auch mit derselben RGB. Also wenn ihr ein Seitenfenster habt in eurem Netz, in eurem Gehäuse, ja, dann leuchtet das auch schön von der Seite. Ihr könnt es auch nach oben drehen. Habe ich auch oft in den Videos schon gezeigt, weil viele ja schon mal sagen, ja, wenn ich so ein RGB Netzteil habe, dann habe ich ja nichts davon, weil der Lüfter ja unten. Man kann es auch andersrum drehen, dass die Frischluft vom Gehäuse, weil warme Luft steigt immer nach oben, kühlere bleibt unten. Das reicht je nach Hardware, sieht man das. Dann habt ihr auch von eurem Netzteil, wenn ihr so ein Netzteil einbaut, habt ihr natürlich auch was von der Beleuchtung. Ne? Das heißt, da ziehen wir jetzt den nächsten Gewinner. Also fürs, ich zeige es euch hier nochmal, das ist also das 850 Watt, gibt es in verschiedenen Klassen bei Enermax. Guckt mal auf die Seite hier. Tolles Netzteil, ja. Und da ziehen wir jetzt den nächsten Gewinner. Und das ist der Malion Groth. Malion Groth, super Aktion, viel Spaß beim Verlosen, frohe Weihnachten schon mal. Und an all die Gewinner, happy basteln. Ja, jetzt steht aber nicht dabei, ich bin dabei. Ja, was machen wir jetzt? Da steht nichts dabei. Happy Basteln. Ah, frohe Weihnachten. Viel Spaß beim Verlosen. Super Aktion. Ja, ich muss dabei bleiben, was ich gesagt habe. Wenn nicht, da steht, ich bin dabei. Ja, dann kann ich leider nichts anderes machen, wie jetzt den nächsten zu ziehen. Also nochmal das Netzteil. Also Malion Groth, tut mir leid. Ja, also hätte es dabei schreiben müssen, entweder davor oder dahinter. Ich bin dabei. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das hier die komplette, dass das der komplette Kommentar ist. Ich könnte mal kurz gucken, aber das dauert natürlich ewig, bis ich den hier rausgefunden habe. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da noch mehr steht, weil ich habe schon andere gezogen. Da steht eigentlich immer der komplette, ja, nee. Also, tut mir leid, Malion Groth oder Malion Groth, ja, ich muss da leider einen neuen ziehen. Ja, sorry, und dann ziehen wir jetzt den nächsten. Das ist Manuel
Ebern, schön, dass du die Community zurück ist. Mach auch im neuen Jahr genauso weiter mit deinen Videos. Viele Grüße. Ich bin dabei. Da steht's. Also, ihr seht, der ist sogar noch länger, der Kommentar, aber hier steht dabei. Ich bin dabei. Der, dann heißt das, der Manuel Ebern gewinnt das Netzteil 850 Watt von Enomax. Herzlichen Glückwunsch. Dann geht's weiter. Dann haben wir das nächste Teil und schaut euch das an. Das ist ein 1000 Watt Netzteil in weiß, in Schneeweiß mit weißen Kabeln. Ja, ihr seht das hier unten mit weißen Kabeln. Also ein wunderschönes Netzteil. Guckt euch das an. Alles mit Platine, alle Sicherheitsdaten und so weiter. Plus Gold-Zertifizierung und so weiter und so weiter. Von LC Power. Ja. Ein wunderschönes Netzteil, wirklich klasse. Und das wird jetzt der nächste gewinnen. Und zwar ist das der oder die Easter Bunny 1972. Na, da wünsche ich allen viel Glück. Da ich aber nichts davon brauche, bin ich nicht dabei. Ja, jetzt haben wir einen, der nicht dabei sein möchte. Ja. Danke dir, Eastern Bunny. Ja, ich wollte aber auch nicht solche schönen Kommentare rauslöschen. Und wie gesagt, dann ziehen wir jetzt auch hier den nächsten und da gucken wir mal, wer jetzt das Netzteil gewinnt. Ah, das ist eine Dame. Das ist die Sabine Löwenich. Hallo Kalle, ich bin dabei. Mach weiter so. Du machst das ganz klasse. Ja, vielen Dank, Sabine. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sabine. Melde dich bei mir und wie gesagt, dann bekommst du hier ein wunderschönes weißes Netzteil. Ja, ne, für deinen nächsten PC-Bau oder vielleicht hast du ja einen schönen PC und dann kann man das austauschen. Ja, wie gesagt, bitte melden. Wie gesagt, Facebook, E-Mail und so weiter, alles ist möglich. Das Netzteil von LC Power. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Das ist von Artic. Der Fraser A35 CPU Luftkühler. Ein super toller Luftkühler. Ja, also ich habe schon viele Kühler. Ja, das wisst ihr, ob es von Be Quiet, egal von wem, Thermaltake und tolle Lüfter. Artic hat wirklich mal noch eine Schippe drauf. Also die legen noch eine Schippe drauf. Also das sind wirklich Kühler. Ich habe den selber schon da gehabt. Das ist ein ganz toller, toller, toller Kühler. Ja, also wirklich. Obwohl ich auch jetzt, ne, kommt noch die Tage ein schönes Video. Ja, lasst euch überraschen. Es gibt mehrere gute Firmen. Ja, also wie gesagt, Artic ist mit einer davon. Ja, und auch der Preis hier, wenn man das sieht, also für das Geld ist der Kühler absolut toll. Den gewinnt jetzt der Nächste. Mal gucken wir mal. Das heißt, wen trifft es jetzt? Den Bernd Clausius. Bernd Clausius. Tolle Sache, grundsätzlich tolle Videos von dir. Als Ex-Kölner liebe ich deinen Dialekt. Ich bin dabei. Bernd, freut mich, ja. Ne? Und was heißt hier grundsätzlich? Hallo. Ja. Mal rauf, mal runter, mal ist ein Video besser. Am Anfang waren sie nicht so, da war auch das Equipment nicht so toll. Mittlerweile, es wird ja immer besser, ja. Und vielleicht in Zukunft werden sie noch besser. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Bernd, melde dich bei mir. Ja, du hast gewonnen den Artic CPU-Kühler. Das nächste Teil, das sind drei Lüfter von Noise Blocker, ja, Black Noise. Das sind die NBE Loop. Ey. Serie 120 mm, dreimal in weiß mit ARGB. Das ist jetzt schwarz-klar in weiß, ja. So sieht dann weiß aus, dann die RGB dazu. Super schicke Lüfter, ja. Und viele sagen dann schon mal, ja, aber da gibt es ja verschiedene Auswahl. Ja, einmal mit 1500 Umdrehungen, einmal mit 2000 Umdrehungen. Ja. Wir haben hier die B12X-PS, das heißt mit 1500 Umdrehungen, 4-Pin PWM, ja, also als Gehäuselüfter, als auch radiatorenmäßig zu gebrauchen. Darum drei Stück, wunderbare Sache, die verlosen wir jetzt. Mal gucken, wer die gewinnt. Das ist Arcani Beast. Oh,
Arcani Beast. Sehr geil von den Firmen. Da ich mit einem mal einem neuen PC bauen will, würde das echt passen. Haha, meiner kackt nur noch ab. Ich bin dabei. Ja, da hast du schon mal auf jeden Fall den Lüfter dazu. Ja, freut mich. Und wie gesagt, meldet auch du dich bei mir. Ja, wie gesagt, alles steht unten in den Kommentaren, Videokommentar drin. Als nächstes kommt eine Wasserkühlung. Water 3.0 120 ARGB Sync. Wasserkühlung von Thermaltake. Ein tolles Teil. Also, wie gesagt, ich habe davon die 360er. Absolut mega. Mega, 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 kann ich nur sagen. Weil alles dabei ist, ihr habt einen Controller, ihr braucht nicht unbedingt ARGB auf dem Board. Ihr könnt übers Board, ihr könnt aber auch den Controller, der dabei ist. Super Sache. Viele sagen, ja, eine 120er würde ich mal reinbauen. Da habe ich auch Platz für. Gerade hinten, ne, hat man ja meistens doch einen 120er Lüfter. Ja, und da passt die wunderbar rein oder nach oben, wie ihr das machen möchtet. Ja, also eine wunderschöne RGB AM4 Support ist alles dabei. Ja, also wirklich schaut euch das an. Tolle RGB, ja, muss ich auch dazu sagen. Tolle Anlage, die geht jetzt weg an. Gucken wir mal, wer bekommt sie? Manfred Manni. Ja, Manfred Manni. Hallo Kalle, vielen Dank für all deine Videos, die du immer sehr gut erklärst. Macht weiter so, ich bin dabei. Ja, Manfred Manni. Freu dich über eine schöne Wasserkühlung, über eine 120er Thermaltake. Ja, wie gesagt, melde dich bei mir und dann geht die an dich raus. Und jetzt so ein kleiner Trommelwirbel, jetzt kommt das erste Gehäuse. Und zwar hier ist es. Schaut euch das Gehäuse an hier in Schneeweiß mit einer kleinen RGB von Fraktal. Ja, ein super tolles Gehäuse. Ja, also viele finden das echt mega. Ich habe es auch noch in Schwarz hier. Es ist mega. Ja, also was ihr damit alles machen könnt, also das ist schon ein Träumchen. Ich guck mal hier. Also was ihr alles verbauen könnt. Es sind zwei riesige Lüfter verbaut, die wirklich absolut mega sind. Ich habe ein Video darüber gemacht, über das Gehäuse. Schaut mal unter meinen Videos. Ja, also hier könnt ihr richtig. Und wer jetzt gewinnt, ja, und hat vielleicht noch nicht so das Gehäuse, der wird sich riesig freuen. Ja, dann kannst du hier mal deine Sachen ausbauen und hier einbauen. Ne? Und wenn du Fragen hast, dann kontaktierst du mich einfach. Ich bin gerne bereit, dir da weiterzuhelfen, falls du das noch nicht gemacht hast. So ein Umbau. Ja, also wie gesagt, tolles Gehäuse steht hier bereit zum Versenden. Und jetzt gucken wir mal, wer das erste Gehäuse gewinnt. Dirk Mayhofer. Unglaublich, dass es sowas gibt und wie immer sehr interessant. Ich bin dabei. Dirk, freut mich. Ja, melde dich bei mir, dann kriegst du noch vor Neujahr ein wunderschönes weißes Fraktalgehäuse. Ja, das heißt, dann kommen wir Trommelwirbel zum nächsten Netzteil von Be Quiet. Wie gesagt, da gebe ich die Adresse dann weiter. Ich weiß nicht, ob die das dieses Jahr noch schaffen oder ob es dann nächstes Jahr. Da kann ich natürlich nichts. Ich werde so schnell wie möglich weitergeben. Dann, ihr müsst natürlich auch schnell mir eure Adresse geben. Ja, dann gebe ich die direkt an Be Quiet weiter und ich weiß, vielleicht klappt das ja auch noch dann, dass ihr das dann noch vor Silvester, also nur vor Neujahr noch bekommt. Also, Straight Power 11, 750 Watt Gold. Wunderschönes Netzteil. Absolut effizient, total leise, mega, 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 kann ich nur sagen. Mal gucken, wer das Netzteil gewinnt. Captain Rudy. Wir haben hier einen Captain Rudy. Hi Kalle, ich bin dabei. Ich schreibe ehrlicherweise nicht so oft in die Kommentare, schaue dafür aber auch immer wieder gerne mal rein. Wirklich stark, was die Hersteller so alles rübergeschickt haben. Ich melde mich einfach mal mit an. Ich bin dabei. Ja, supi. Ja, freut mich. Hör mal, Rudi, melde dich bei mir. Du bekommst ein Straight Power von Be Quiet. Ein super schönes Netzteil mit 750 Watt. So, dann geht's das nächste Teil von Be Quiet. Das ist der Shadow Rock 3. Ein wunderschöner CPU-Kühler. Auch hier super quiet. Leise, 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 leise. Aber auch unheimlich stark, muss ich dazu sagen. Toller Kühler, habe ich auch schon gehabt, kann ich nur empfehlen. Ja, das sind so Teile, die haben sich
über die Zeit bei mir dann eingeprägt und ich weiß, da kann ich wirklich sagen, absolut top, mit allem drum und dran. Und was dabei ist, was viele ja auch so ein bisschen mögen, schaut mal, was dabei ist. Ein Schraubendreher. Habe ich jetzt extra gesagt, damit viele wieder schreiben können, das heißt nicht Schraubendreher, das heißt Schraubenzieher. Ja. Aber der bekommt einen Schraubendreher dabei, vom Be Quiet, den Shadow Rock 3. Meine Freunde, wir gucken mal, wen es trifft. Und der nächste, Sascha Wiedemann. Ich bin dabei. Ja, sehr schöne Idee und wie schon meinte, deutlich mehr als so mancher andere Tech-Tuber. Ich drücke alle den Daumen, etwas abstauben können. Ich bin natürlich auch sehr gerne dabei. Und du bist diesmal dabei, Sascha. Freut mich. Sascha Wiedemann, melde dich bei mir. Freut mich unheimlich, dass du dabei bist. Und wie gesagt, melden. Und Trommelwirbel, das letzte. Der 10. Gewinner heute, ja, und das ist das Silent Bass 601. Das ist ein wunderschönes Gehäuse. Ich weiß noch, an Anfangszeiten hatte ich einige Be Quiet, da gab es noch nicht so viele mit Fenster, ja, da gab es noch viel Plexiglas. Da habe ich schon immer dieses Plexiglas rausgetrennt, das war ja immer mit so Klammern, die Klammern abgeschliffen, echt Glas reingeklebt mit Silikon, da habe ich auch Videos drüber gemacht, ja. Weil mir dieses Acryl so gegen den Strich ging, du brauchtest nur gucken, da war da schon Kratzer dran. Ne? Und dann habe ich immer so eine Firma gehabt, so eine Glasfirma, die hat mir dann günstig immer diese Glasscheiben auf Maß angefertigt. Ich sag mal, für ein paar Euro war das wirklich und das sah dann immer viel schöner aus. Ja. Und da war auch, glaube ich, mal ein Be Quiet sogar dabei. Und darum auch hier jetzt, es freut mich, das Silent Bass 601 ohne Fenster. Man bekommt aber dieses Seitenteil auch hier bei Be Quiet einzeln. Ja, also wenn ihr das gewinnt ohne Fenster jetzt und ihr sagt aber, oh, schaut aber schon gern, schaut hier bei Be Quiet nach, ihr habt das Teil gewonnen, dann so ein extra Fenster sich kaufen, ist nicht die Welt, stoppt 30 Euro, nagelt mich nicht fest, dann habt ihr auch ein Seitenteil. Ja, also in Orange, ja, tolles Gehäuse, schön quiet, wichtig ist, absolut schallgedämmt, ja. Wichtig, also da hört ihr gar nichts aus dem Gehäuse, ne? Es sei denn, ihr habt nicht gerade eine Turbine da drin. Und das geht jetzt an den letzten Gewinner, meine Freunde, das Silent Bass 601. Und da gucken wir mal, wer das Gehäuse gewinnt. Die Laura, Mann, heute haben wir ja auch viele Frauen dabei. Die Laura Wagner, PC-Bauer, Verlosung, da bin ich dabei, ich bin dabei, ja. Laura, freut mich. Frau Wagner, ja, Frau Wagner, Laura Wagner, ja, melde dich. Ja, meine Freunde, das war unsere Weihnachtsverlosung und ich hoffe, es hat euch allen so ein bisschen auch Spaß gemacht. Ich freue mich nochmal sagen zu können, dass so viele Firmen mitgemacht haben. Ja, egal welche Firma es jetzt war. Super Aktion von allen. Ich hoffe, vielleicht kommen nächstes Jahr sogar noch ein paar mehr dazu. Ja, man macht das auch unheimlich Spaß. Man hat das jetzt gerade richtig Spaß gemacht. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ja, also allen Gewinnern nochmal herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, meldet euch. Wer sich nicht meldet, wie gesagt, dann geht's an einen guten Zweck. Und ja. Meine Freunde, es geht weiter. Ich war, wie gesagt, jetzt ein bisschen außer Betrieb. Da ist eine kleine OP, aber alles ist gut. Und ich werde zwischen den Tagen noch so ein, zwei Videos jetzt auch noch bringen. Wir werden es also noch vor dem neuen Jahr sehen. Darum, ja, ich sage jetzt erstmal, meine Freunde, was sage ich zum Schluss? Genau, meine Freunde, bleibt gesund und tschüss zusammen.